Hass im Netz. Großes Thema, hat uns die vergangenen Monate mit beschäftigt. Halt die Fresse, wir reden jetzt über Hate Speech. Christoph Krachten übernimmt die Diskussion und ich bin sehr gespannt, ob dieses ernsten Themas. Christoph, bitte. Ja, danke. Ich würde sagen, mal kurz die Gelegenheit für alle, die jetzt nicht mehr sich für dieses Thema interessieren, rauszugehen, und für alle, die sich dafür interessieren, die Gelegenheit reinzukommen. Wir haben ja jetzt gerade einen fliegenden Wechsel. Bitte schön. So, ich weiß nicht, vor der Tür stehen da noch welche, vielleicht kann man denen jetzt signalisieren. Achso, die anderen müssen erst raus. Okay. Ja, was machen wir? Wir könnten ein bisschen Gymnastik machen. Ich weiß nicht, jetzt müsste man kennt jemand irgendwie von irgendeiner Sport-YouTuberin Übungen, die man machen kann? Eins, zwei, ja? Du könntest tatsächlich ein bisschen mehr beschimpfen, dann geht es wahrscheinlich schneller. Ah, oder so. Okay, können wir mal ein bisschen zackig oder machen. So. Aber wir können was ist das mal, für eine lahme Truppe hier? Ich kann auf jeden Fall nochmal den Partyhinweis hingeben, zum Beispiel volles Partyprogramm heute Abend. Ja, ja. Ab dann 21 Uhr, Bühne 3, dort gibt es dann hier auch die schöne Karaoke von der, die Internet-Karaoke. Was ist dein Lieblingssong beim Karaoke? Das sage ich nicht. Doch, bitte. Nein. Vielleicht können wir ein Duett singen heute Abend. Das möchte niemand. Das möchte niemand, oder? Also aber wegen mir. Deswegen müssen wir es ja machen. Okay, was sollen wir singen? Ja, also mein Lieblingssong ist Thank You for the Music. Aber ich habe schon gleich einen Ohrwurm. Gleich einen Ohrwurm. So, und spätestens mit dieser Drohung haben wir es jetzt auch wirklich alle rausgekriegt. Also wenn ihr jetzt nicht ganz schnell macht, singen wir Thank You for the Music von ABBA. Da geht schon die Tür auf und die Daniel Leute wollen rein. Wir können nicht singen. Ihr Loser. So. Wobei, das ist noch das harmloseste Wort, was man benutzen kann, wenn man einen Hasskommentar postet. Das stimmt. Ich selber. Wie viele Hasskommentare siehst du so die Woche? Ich gucke die mir gar nicht an. Du guckst sie wirklich gar nicht. Also wenig. Ja. Wenig. Ich gucke sie mir wirklich nicht an. Also früher habe ich es mir reingezogen und das hat zu Übelkeit geführt. Ja. Das mache ich nicht mehr. Also ich muss sagen, auch so Hut ab vor den ganzen Leuten, die das im Netz die Kommentare lesen. Ja. Also zum Beispiel bei mir im Audience Engagement Team bei RP Online. Das Teil des Teams, die Kommentare machen, Mörderjob, muss ich wirklich sagen. Das ist machen die dann so einen Austausch irgendwann? Nee, die haben einfach einen geilen Humor entwickelt. Echt? Mit der Zeit. Also okay. Das ist schon ein besonderer Schlag Menschen, die das durchhalten. Und die machen es auch ganz gerne. Okay, ja. Muss man sagen. Ja. Ja, weil es sie vielleicht nicht selber betrifft. Aber es ist schon Horror. Ja, und manchmal fragt man sich einfach, was sind das nur für Menschen, die das schreiben? Ja. Wir fangen an? Okay, also. Danke, Daniel. Dann fangen wir jetzt mal an. Auch die Leute, die jetzt reinkommen, sind ja akustisch schon quasi beteiligt. Also herzlich willkommen zu dem Thema, glaube ich, des letzten Jahres. Wir alle kennen es als Phänomen, egal wo, auf Blogs, auf Facebook, YouTube-Kommentare, Hasskommentare. Früher waren sie eher als Shitstorm bekannt. Früher ging es eher darum, dass ein YouTuber beleidigt wurde oder sich nach etwa dem 20. Post in einem Diskussionsforum zwei Diskutanten darüber beleidigt haben, welches Betriebssystem jetzt das bessere ist, Apple oder Windows, Mac oder Windows, und dass der andere, jeweils andere offensichtlich ein kompletter Vollidiot ist. Das ist hat aber im letzten Jahr eine komplett neue Dimension angenommen und geht in eine Richtung, die justiziabel ist, und zwar eigentlich zwingend. Es werden Prozesse geführt, es werden Leute verurteilt, das Thema ist allgegenwärtig, Hasskommentare. So, und heute habe ich drei Leute hier bei mir, die eine Menge Erfahrung damit haben, die sich beruflich quasi täglich damit beschäftigen. Und ich begrüße auf der Bühne Karline Mohr. Sie ist Leiterin der Social Media Abteilung bei Bild gewesen. Und heute hier, wie ich mir habe sagen lassen, funktionslos, bis sie Anfang Juni
die Audience die CVD der Audience Development Abteilung bei Spiegel Online wird. Ja. Super, herzlich willkommen. Danke. Dann haben wir hier einen YouTuber, der sich politisch sehr engagiert, der eingreift in Diskussionen, der sich nicht um eine persönliche Meinung drückt. Und das ist Raik Anders vom Projekt Armes Deutschland. Herzlich willkommen. Und dann haben wir noch einen Fachmann hier, der sich mit genau der Dimension auskennt, die das alles betrifft, und zwar nicht nur in strafrechtlicher Hinsicht, sondern auch was Verfassungsrecht angeht. Und das ist Professor Ino Augsberg. Wo ist er? Da. Herzlich willkommen. Ich setze mich mal hier in die Mitte, wenn Sie... Genau. Rechtshaufen. So, ich würde mal hier zur Linken anfangen. Karline, wann hast du deinen ersten Shitstorm erlebt? In meiner ersten Woche bei Bild. Es gab damals die Geschichte aus Hellersdorf, wo Flüchtlinge ankamen sollten, und irgend so ein Dieter stand halt da vor der Tür und hat den Hitlergruß gemacht. Und ich dachte damals in meiner ersten Woche Social Media Redakteurin, das ist ja eine super Geschichte, ne? Muss man ja nur richtig verkaufen. Hab halt drüber geschrieben, wir schämen uns für diesen Deutschen. Dann kamen pro Minute, weiß ich nicht, 50 Kommentare da rein, die das nicht ganz so gesehen haben. Und dann gab es natürlich am nächsten Tag die Mediengeschichte, Bildleser wollen sich nicht für diesen Deutschen schämen. Und damit war ich dann mittendrin im Job auch. Okay, du warst quasi schneller angekommen, als du dir gewünscht hattest. Die Einarbeitungszeit war viel kürzer. Es war wirklich sehr unangenehm. Und ich bin um meinen Chef herum zu scharwenzeln und habe gesagt, hier, Thorsten, vielleicht habe ich da was Dummes gemacht. Und dann hat er gesagt, das müssen wir aushalten, das müssen wir uns mal anschauen. Ne? Da müssen wir ja lernen, wie läuft sowas. Weil bis dahin hat man so gezielt bei Bild auch gar nicht gepostet. Und ja, dann wussten wir es. Und wie hast du das selbst erlebt? Also wie war das für dich? War das eine Katastrophe? War das, was man professionell abarbeitet, oder wie geht man damit um? Ja gut, ich hatte den Job gerade angefangen, also ich war da schon auch sehr aufgeregt. Inzwischen weiß man natürlich, was einen erwartet, welche Kommentare einen erwartet. Man kennt seine Community, man kennt die Leser und man weiß von vornherein so, alles klar, da, wenn wir das heute bei Facebook spielen, dann müssen wir da ein paar Leute dran setzen, die sich um die Kommentare kümmern. Okay, also... professionell. Gut. Raik, wie ist es bei dir? Weil du stehst für dein Angebot, du bist nicht ein Mitarbeiter deines Projektes, sondern du bist das Projekt. Ich habe auf jeden Fall keine Rechtsabteilung, sage ich mal, die dann im Hintergrund koordiniert, welche Kommentare jetzt verfassungsfeindlich sind oder nicht. Wobei es bei mir auch so sehr viel persönliche Hassmeldungen sind, ja, sehr viel Gewaltandrohungen, sehr viele Morddrohungen und so weiter. Das heißt, bei mir ist es so, ist immer die Frage, wie man damit umgeht und so. Ich sammle das gerne und ich habe mir schon mal überlegt, dass es vielleicht auf der einen Seite so eine schöne alternative Einkommensquelle wäre, wenn man all diese Leute einfach so auf Schmerzensgeld verklagt oder auf irgendein. Also es gibt ja diese Sachen, wo dann wirklich Leute auch wirklich mehrere tausend Euro Strafe zahlen müssen, dafür, dass sie wirklich volksverhetzende Inhalte in Kommentaren verbreiten. Bei mir ist das eigentlich aktuell so, ich sammle diese Kommentare immer und lasse das zum Beispiel dann in meinen Videos einblenden oder mache so schöne Collagen, wo man das mal sieht, weil ich auch finde, dass diese Leute sich im Endeffekt selbst demaskieren eigentlich. Ja, das sind immer diese Leute, die für Meinungsfreiheit eintreten und für das christliche Abendland. Und die Meinungsfreiheit wird dann damit verteidigt, dass man irgendwie Leute für ihre eigenen Aussagen mit dem Tod bedroht. Ja? Und dementsprechend, ich zeige das immer ganz gerne auf und mache das dann entweder in meinen Videos oder meinen sonstigen Beiträgen. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich anders damit umgehen soll. Also. Wie ist das, als es dir zum ersten Mal begegnet ist? Wie war das? Das ist, guck mal, damit rechnest du eigentlich auch schon, bevor du deinen ersten Beitrag online stellst. Also gerade bei mir ist es ja so, dass ich mich immer sehr viel mit so Flüchtlings- und Asylthemen beschäftige. Und in dem Moment, wo du auf das Thema gehst, kannst du dir auch schon denken, wo die Reise hingeht in den Kommentaren. Ja? Also bei Bild kennt man das, das kennt man auch bei Spiegel, das kennt man vor allen Dingen bei der Süddeutschen und sowas, die dann wirklich ihre Kommentare einfach komplett abgeschaltet haben, weil sie dann so komplett damit überfordert waren, von wegen, oh mein Gott, jetzt kommt der Riesenshitstorm und jetzt kommt die Mega-Hate-Speech. Ich verfolge diesen Ansatz nicht. Ich finde das immer so ein bisschen traurig, sage ich mal, vor diesem Ansturm des Bullshits irgendwie zu kapitulieren. So. Ich würde mir da vielleicht auch mehr wünschen von den etablierten Medien, dass sie da, sage ich mal, ein bisschen entschiedener vorgehen, als jetzt einfach zu sagen, da kommentiert halt keiner mehr.
Und ja, aber wie gesagt, wenn du weißt, du gehst diese Themen an, dann wird halt automatisch, weil das teilweise auch eine völlig faktenbefreite Diskussion ist, wird dann automatisch das auf so eine komische, asoziale, aggressive Schiene gefahren. Und da muss man halt vielleicht auch der Typ für sein. Ich kenne zum Beispiel auch YouTuber, die haben wirklich so sechsstellige Abonnentenzahlen. Aber ich würde nicht sagen, die gehen kaputt da dran, aber das trifft die schon, wenn die halt wirklich solche Kommentare bekommen. So, weil manche Leute haben vielleicht nicht das dicke Fell ungefähr dafür, sondern die nehmen sich das wirklich zu Herzen und die trifft das auch drin. Ja, ist halt so eine Charakterfrage oder so eine Wesensfrage, nenne ich es jetzt mal, ja. Okay. Ino, abschalten von Kommentaren. Wenn diese Reißleine gezogen werden muss, dann hat das ja Ausmaße angenommen, wo eine Redaktion denkt, das kriege ich nicht mehr gewuppt. Und es sind ja viele, die argumentieren damit, ja, ich komme ja auch juristisch in eine Position, die ich nicht mehr verantworten kann, weil eben viele der Kommentare volksverhetzend und so weiter sind. Ist das so? Besteht diese Gefahr? Ist das realistisch? Oder in welcher Situation befinde ich mich als jemand, der für die Kommentare verantwortlich ist? Naja, als Provider muss man letztlich nicht, ist man nicht unmittelbar haftbar für die Kommentare, man muss es nicht unmittelbar kontrollieren, alles, was irgendwie dort veröffentlicht wird. Aber wenn es einem bekannt wird, und das ist typischerweise natürlich in den Konstellationen, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann schon der Fall und man stellt fest, dass dort hochproblematische Inhalte gegeben sind, dann muss man tatsächlich dagegen vorgehen und die löschen. Das ist aber, glaube ich, nicht die Hauptsorge letzten Endes zu sagen, dass es der Arbeitsaufwand ist, der genaue Prüfaufwand, sondern es ist tatsächlich eben dieses Überwältigende und die Masse dessen, mit der man nicht mehr zurande kommt und die dann vielleicht eben diese Einzelfallprüfung, ist das noch hinnehmbar, ist das eine schon justiziable, in den strafrechtlichen Bereich reinreichende Äußerung, dass das vor der Masse einfach zurückgedrängt wird. Also juristisch, was ist die korrekte Reaktion? Ist es Kommentare abschalten? Ist das die korrekte Reaktion? Also ich würde sagen, die Kommentarfunktion komplett abzuschalten, ist eine sozusagen die Besucher. Da kann man damit werden ja alle anderen Möglichkeiten, sich legal zu äußern, auch abgeschaltet. Die eigentlich notwendige Variante wäre die zu sagen, die Äußerungen, die explizit volksverhetzenden Charakter etwa tragen, die als solche zu löschen, denen kein Forum zu bieten. Aber also die einzelnen Varianten, die einzelnen eine Filterfunktion durchzuführen, zu sagen, dieser Kommentar ist in der Form tatsächlich geeignet, etwa zu Gewalt und Rassenhass aufzustacheln und den müssen wir deswegen beseitigen, während der andere eine für sich genommen vielleicht unschöne, uns politisch unangenehme, aber eben noch zulässige Meinungsäußerung darstellt. Und das wäre dann eben etwas, was man stehen lassen könnte. Und die Variante zu sagen, wir schalten es komplett ab, ist eigentlich eine Notfalloption, um eben diese Filterfunktion nicht installieren zu müssen, um sich damit nicht in jedem Einzelfall, der durchaus auch heikel sein kann, auseinanderzusetzen. Ist das jetzt schon im strafrechtlich oder relevanten Bereich oder ist es noch eine zulässige Meinungsäußerung, die als solche natürlich auch dann gewollt ist? Was der Handarbeit dann ist. Genau, das ist tatsächlich ein kleinteiliges Korrektivum. Ist das machbar? Oder wie habt ihr, du hast ja gesagt, wenn es bestimmte Posts gibt, haben wir uns schon darauf eingestellt. In welchem Rahmen ist das überhaupt handelbar? Ich glaube, da muss man sich vorher auch als Marke Gedanken machen, wie viele Ressourcen können wir dafür freisetzen und vor allem, wie finden wir das denn? Also ist es uns wichtig, dass diese Geschichte jetzt auf Facebook stattfindet, auch wenn wir wissen, da tummeln sich dann irgendwelche schlimmen rechtspopulistischen Kommentarstränge drunter oder sagen wir, ach, wir verschieben das mal auf morgen, bis wir wieder besser besetzt sind und dann kann man entscheiden, so können wir diese Ressourcen freimachen oder nicht und normalerweise gibt es ja ein Social Media Team inzwischen überall oder ein Community Team, die sich um sowas kümmern können. Aber das ist ja wahrscheinlich eher auf einen Normalfall ausgerichtet, nicht auf 50 Kommentare pro Minute. Genau, das war nicht mehr handelbar. Also da habe ich selber bis 2 Uhr nachts Haare raufend auf dem Sofa gesessen und versucht, die schlimmsten Nazis irgendwie da wegzublocken, aber es ging gar nicht. Das heißt, ab einer bestimmten Menge ist es einfach nicht mehr hinkriegbar? Es kommt ja immer, also wenn wir jetzt davon reden, dass pro Minute 50 Kommentare reinprasseln, natürlich, wenn du ein Community-Team, ein 20-köpfiges hast und sagst so und jetzt alle bitte auf dieses Posting, dann nehme ich an, ist es auch handelbar. Ja. Also gut, okay. Raik, auf YouTube gibt es ja die Funktion, ich kann filtern Kommentare. Wendest du die an?
Also ich glaube, das wird bei mir automatisch gemacht. Also ich selber habe kein Bestreben, irgendwie diese Sachen rauszunehmen, weil da wirst du wahnsinnig. Also du kannst ja wirklich nicht jeden Kommentar, vor allen Dingen ich bin nur eine Person, so einzeln rausnehmen. Aber um zum Beispiel nochmal auf diese größeren Medien zurückzukommen, ich finde das zum Beispiel, ja, Frechheit ist jetzt übertrieben, aber das ist vielleicht auch juristisch bestimmt alles ganz toll abdeckbar, warum das so ist, wie das ist. Aber ich finde, was hat jetzt zum Beispiel denn wahlweise die Bild oder Spiegel oder SZ irgendwie damit zu tun, was Leute denen auf die Pinnwand oder in den Kommentarbereich schreiben? So, ich finde, man sollte auch nicht jetzt irgendwie zum Beispiel einen Beitrag zurückhalten, weil man dann vielleicht Angst hat von wegen, oh, wir haben nicht genug Moderatoren, um das zu handeln. So, also das kann jetzt auch kein gängiger Weg sein. Ich finde so, dass in dem Moment, wo die Leute sich wirklich ihre ganze Zeit und Energie nehmen, um da irgendwie reinzuschreiben, ihr seid alle Hurensöhne, so, dann sollte sich diese Zeit nehmen, okay. Aber ich finde, da ist jetzt nicht Spiegel für verantwortlich und ich finde es auch immer so ein bisschen traurig, vielleicht bin ich einfach nur so Masochist, keine Ahnung, aber ich gehe immer mal gern so bei Spiegel in die Kommentare rein, ja, so Spiegelforum, so. Und dann merkst du immer schon, dass du bei ganz vielen Themen, so, du weißt es eigentlich schon bei der Überschrift, so scrollst du runter und das Forum ist natürlich wieder abgeschaltet, weil die sich auch schon denken, oh nein, wir haben jetzt irgendwie keinen Bock auf Kommentare, wie zum Beispiel jetzt gerade zum Integrationsbericht oder was das gerade war, was gerade rausgekommen ist, auch wieder Kommentare natürlich nicht vorhanden. So, und das ist einfach so, es ist jetzt kein ausschlaggebender Teil dieser Presselandschaft, dass wir Online-Kommentare haben, aber ich persönlich finde es einfach traurig vom ganzen System her, dass man da so einknickt und von vornherein sagt so, die Rückmeldungen werden bestimmt scheiße, dann lass mal vorrangig hier irgendwie den Riegel vorschieben. Aber presserechtlich gibt es bestimmt einen Grund dafür, aber ich finde es asozial. Es kann doch sein, wenn jetzt beispielsweise unter einem Artikel im Zusammenhang mit der Flüchtlingsdebatte steht, schade, dass die scheiß Kanaken nicht alle ersoffen sind. So. Nein, und wenn die Geschichte aus irgendeinem Grunde nachts um zwei rausgeht und niemand kümmert sich um diese Kommentare, dann hat dieser Kommentar am nächsten Tag 500 Likes. Das kann keiner wollen. Okay, ich merke das Klatschen und sowas, aber ich finde trotzdem, dass es zum Beispiel nicht die Aufgabe eines Social Media Teams ist, sage ich mal, zu sagen, okay, das ist jetzt alles scheiße und so weiter und das müssen wir sperren, sondern ich würde mir natürlich in einer idealen Welt wünschen, und ich weiß, das ist jetzt sehr hingeträumt, dass solche Kommentare quasi nicht so als Kavaliersdelikt abgetan werden im Sinn von, okay, du wirst jetzt mal geblockt und das war's, sondern dass sich dann wirklich mal Behörden hintersetzen und sagen, du kannst nicht Volksverhetzung auf so einer Ebene irgendwie durchgehen lassen. So, das finde ich doch scheiße, dass immer nur halt einmal so geblockt wird und dann mal, jetzt kannst du nicht mehr auf der Seite kommentieren. So, das ist doch jetzt keine Strafe oder keine gerechte Reaktion darauf. Also mir ist es einfach zu lasch. So, also ich mag das halt einfach nicht, weil genau wie du sagst, diese Kommentare, die schaukeln sich auch immer weiter gegenseitig hoch und ich finde, da könnte man noch ein bisschen mehr gegen tun. Wer ist es, Karline, eine wirklich blöde Frage, aber vielleicht macht sie doch Sinn, wer ist es schuld? Ist es schuld, dass die Presse einfach immer schlecht informiert hat, sich nicht um gerade dieses Thema Flüchtlinge, um das es sich ja vor allem im Moment dreht, einfach schlecht aufgeklärt hat? Ist es so ein Portal, ist es eine Plattform wie Facebook, die einfach natürlich Inhalte, die stärker polarisieren, nach oben stellt? Was ist das Problem oder was haben wir, was kocht da plötzlich hoch und woher kommt's? Ich finde, das ist eine sehr soziologische Frage und ich bin Journalistin. Aber trotzdem, du steckst mittendrin. Ihr macht genau, ihr redet ja mit Sicherheit darüber in der Redaktion. Und wenn nicht, würde es mich aber wundern. Also ich habe es wirklich erlebt, dass ich, also mein Gott, wie du schon vorhin sagtest, so beschissene Kommentare gab es schon immer und die Trolle und die Hater und so weiter. Und seit eben vergangenem Sommer hat das eine andere Dimension, weil plötzlich gibt es dieses eine Thema, zu dem jeder auch eine Meinung hat und Meinung haben will. Und das hat eine Dynamik bekommen, die auch irgendwann nicht mehr haltbar war. Also es ging los, oder ich habe das so erlebt, dass eben die Hater, der Ton sehr scharf wurde. Da wurde viel kommentiert, da wurde plötzlich viel gehetzt. Da fand man Flüchtlinge scheiße, da fand man dann die deutsche Politik scheiße. Dann fing man an, Medien dafür anzugreifen. Warum zeigt ihr immer nur Kinder? Warum zeigt ihr immer nur Frauen? Es fliehen doch viel mehr Männer. Und wieso lügt ihr uns an? Und so weiter. Und da ist Misstrauen entstanden an einer Stelle. Und dann passierte ja eigentlich was sehr schön ist. Also man hatte so das Gefühl, oder ich hatte so das Gefühl, das Internet ist voll von Bildern von brennenden Flüchtlingsheimen, von rechter Propaganda. Und ich hatte das Gefühl, dass da auf der anderen Seite auch was passiert ist. Nämlich dieses Gefühl, nee, Deutschland ist so nicht. Wir müssen da was machen. Und dass die Leute angefangen haben, zu bloggen, zu spenden,
zum Bahnhof zu fahren und Plakate hochzuhalten und diese Aktion dann wiederum natürlich in die Netzwerke zu tragen, um das zu zeigen, um sich, ich hatte wirklich das Gefühl, es hängt zusammen, diese dunklen Bilder haben diese guten Dinge mit ausgelöst oder wenigstens verstärkt, das, so, und das hat natürlich aber in diesem Moment dann die Fronten auch schon wieder verhärtet. Ne? Es gab die Hater, die gesagt haben, das ist alles ganz schlimm und die Medien sind scheiße. Dann kamen die Leute, Flüchtlinge willkommen, die Medien schreiben, oh, wie toll, Willkommenskultur in Deutschland. Und damit war dann, da hatte ich so das Gefühl, der Ofen wirklich komplett aus. Aber war er aus? Also so wie ich das erlebt habe, dieses Stimmungsbild, ja, da war der Ofen wirklich aus. In dem Moment, als die Medien dieses Thema Willkommenskultur aufgegriffen haben, da waren die Fronten plötzlich komplett hart so. Hast du das auch so erlebt, Raik, diese Wende? Ich weiß nicht, also aus meiner Sicht ist immer das Problem nicht die Kommentare, die Leute schreiben, sondern das, was von vornherein in ihrem Kopf sich abspielt. Also das ist ja auch nur... Also du weißt, was ich meine. Und natürlich ist es so, dass die Fronten härter geworden sind. Ich wage auch einfach mal zu sagen, dass Leute dümmer geworden sind. Ich bin auch so ein bisschen der Meinung, dass zum Beispiel so, sag ich mal jetzt ganz blöd gesagt, so eine Partei zum Beispiel wie die AfD hätte auch vor 10, 15 Jahren in Deutschland noch nicht funktioniert. So, ich bin auch der Meinung, dass es jetzt nicht immer nur so auf die Medien geschoben werden sollte, im Sinne von, oh, eure Berichterstattung geht an den Leuten vorbei oder sowas, sondern ich bin auch immer der Meinung, dass diese ganze Bildungspolitik, die gefahren wurde, wirklich dazu geführt hat, dass die Leute einfach scheißen dämlich geworden sind. Entschuldigung. So. Und das merkt man auch wirklich an diesen ganzen komischen Postings, Protesten, Facebook-Seiten, die dann immer so ihre komischen Halbwahrheiten so bringen. Die haben dann immer diese lustigen Bilder, dann hast du da irgendwie so, was weiß ich, du siehst so ein, guck mal, du siehst so zwei Bilder. Das eine ist dann irgendwie so ein Typ, der irgendwie in Syrien so eine Waffe hält oder irgendwie so als IS-Kämpfer dargestellt wird und dann siehst du ihn danach so, aha, er ist irgendwie in Essen in so einer Unterkunft für Flüchtlinge. So, und das sind nicht mal dieselben Leute. Aber das wird halt einfach genommen. Du nimmst ein Foto von einem, der ein bisschen aussieht wie der andere, dann setzt du das daneben und sagst, haha, guck mal, hier, die Flüchtlinge wollen, dass das alle totbomben und so. Und ich glaube einfach, dass mit diesem ganzen Siegeszug des Internets, also es gibt so ein berühmtes Zitat von einem Kollegen von Nietzsche, der gesagt hat, so mit jedem großen Sieg droht auch immer ein großes Risiko oder eine große Niederlage. Und ich glaube halt einfach, dass dieser ganze Informationsfluss, der uns mit dem Internet so mehr oder weniger überrollt hat, dass der bei vielen Leuten nicht gerade das Beste hervorgebracht hat und sie halt wirklich auch in so eine komische Situation geworfen hat, wo sie dann immer aus Prinzip allem misstrauen müssen und alles, was jetzt irgendwie eine offizielle Stelle sagt, ist zum Beispiel richtig kacke und darf nicht für bare Münze geworden werden. Dann hast du Sachen wie Compaq und den Kopfverlag und was du nicht alles hast. Und die bedienen ja auch einfach genau dieses Instrumentarium einfach so. Also die wissen genau, wie die ihre Leute so eine bestimmte Ecke drängen können, wo sie sich auch so fühlen, oh, ich muss was machen und das Land ist scheiße, alles ist scheiße, ich sterbe. Also der Puls geht so bei denen. Und das ist wirklich eine Sache, die sich jetzt zum Beispiel nicht, meiner Meinung nach, jetzt nicht, sage ich mal, die etablierte Presselandschaft vorwerfen muss, weil die machen ihren Job nach wie vor. Man kann darüber diskutieren, ob der Spiegel vielleicht vor 5 Jahren mal besser war als heute. Okay, er war auf jeden Fall dicker. Aber trotzdem finde ich einfach, dass diese ganze Diskussion, die wir haben, um wie geht man irgendwie administrativ mit Hate Speech um, so ein bisschen am eigentlichen Problem vorbeikommt, sondern es geht eigentlich um die grundsätzliche Stimme und Ausrichtung in diesem Land. Das heißt Bildungspolitik, Aufklärung. Also ich habe bei euch beiden jetzt rausgehört, es geht eigentlich darum, dass erstens Aufklärungsarbeit wirkt und dass wir Aufklärungsarbeit leisten müssen, dass nur das wirklich das Problem an der Wurzel angeht. Würdet ihr das so sagen? Ja, also ich sag mal so, mein Wunsch ist einfach, wenn jemand ein YouTube-Video sieht, in dem zum Beispiel jemand das einfach irgendwas behauptet, so, dass es dann immer so gesehen wird, als von wegen, oh, das stimmt, das ist im Internet, wow. So, da würde mir so ein bisschen mehr Medienkompetenz gut tun. Beziehungsweise ich würde es halt einfach lieber sehen, dass sowas, also ich muss es jetzt nicht vielleicht das Unterrichtsmaterial an Schulen haben, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Bildungspolitiker so. Aber ich finde einfach, dass bei vielen Leuten diese Fähigkeit einfach fehlt. So, also das siehst du ja auch dann teilweise am Feedback auf Postillon-Artikel. Ja, also das ist ja unfassbar. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitverfolgt habt, aber das wird ja auch dann teilweise so ein bisschen so gezeigt. 20% der Zuschauer vom Postillon nutzen es als Nachrichtenportal. Ekelhaft, ja, also das, was soll ich sagen? Ich glaube, da hast du auch total recht, klar, was diese Bildung angeht. Das kann auf jeden Fall nie schaden. Was ich aber auch sehe oder was mir noch viel mehr Angst macht, dass es oft auch Menschen gibt, die sind jetzt nicht ungebildet oder die sind nicht so platt dumm, wie wir hier auch gerade tun. Es ist nicht immer der Nazi-Dieter oder die Nazi-Frauke oder so,
sondern es gibt auch Nazis mit anderen Vornamen und es gibt auch Fraukes und Dieters, die nicht Nazis sind. Disclaimer, ja. Ende. Vielen Dank. Jetzt habe ich den Faden verloren. So, ja, genau, die lesen die Parteiprogramme, die legen sich ihre Argumente zurecht und zaubern irgendwelche Zahlen aus dem Hut. Und an so einer Stelle merkt man ganz oft, irgendwann ist dieses Thema eigentlich gar nicht mehr verargumentierbar. Es geht nicht mehr um Argumente oder um Fakten, sondern man erreicht irgendwann so eine Stelle, da geht es um Moral, um Menschlichkeit. Und die kann man ja nicht mit Argumenten beibiegen. Wenn jemand sagt, okay, pass auf, 1 Million Flüchtlinge, wenn da halt nur 2 Terroristen bei sind, dann will ich lieber, dass die 1 Million Flüchtlinge draußen bleiben, weil das ist ja mein Leben und das ist mein Land. Ja. Kann ich da kurz einhaken? Ja. Ist das okay? Bei mir platzt gleich die Hutschnur. Ich wollte nur Folgendes sagen. Also ich finde, was man jetzt wirklich nicht tun sollte, ist das so zu verharmlosen im Sinne von, oder ich sage, nein, man darf es nicht so darstellen, dass jetzt keine Diskussion mehr erlaubt ist. Ja, das ist ja immer so gerne vorgebracht von diesen Anonymous-Kollektiv-Anhängern und so weiter, die immer sagen, oh nein, alles ist gleichgeschaltet, keiner darf eine andere Meinung haben. Natürlich darf jeder Deutsche oder jeder Bürger insgesamt sagen, nein, ich möchte einfach nicht so viele Flüchtlinge in dem Land haben oder wir sollten den Zuzug stoppen. Guck mal, Winfried Kretschmann von den Grünen wollte irgendwie Balkanflüchtlinge schneller abschieben, hat er sich für eingesetzt. Sigmar Gabriel sagt auch so, wir können das nicht ewig machen, Horst Seehofer sowieso. Also du hast aus allen Parteien Leute, die sagen, Leute, so geht es nicht weiter, was ja auch nachvollziehbar ist bis zu einem gewissen Grund. Das einzige Problem, was ich habe, ist, wenn Leute sagen, so geht es nicht weiter, also sollten wir sie erschießen, ertrinken lassen oder irgendwie in die Gaskammer stecken. Der Ton macht die Musik. Argumentativ? Guck mal, argumentativ. Argumentativ kannst du immer sagen, weißt du was, ich stelle mir das Deutschland in 30 Jahren halt so vor. Ich möchte halt zum Beispiel dies und das und jenes so. Aber wenn du halt immer mit dieser komischen Rassenlehre kommst, dann bist du halt verloren. Entschuldigung. So, und genau das meine ich aber, dass man in dieser Diskussion irgendwann an Punkt kommt oder immer wieder mal an Punkt kommt. Und ich weiß gar nicht, wie das ist ein altmodisches Wort, aber so Herzensbildung habe ich das Gefühl. Und da weiß ich nicht, gibt's da Kurse für? Okay. Bildung, Aufklärung, Herzensbildung haben wir gehört. Ich will gerade mal ein Beispiel nach oben holen. Wir haben hier noch jemand, Sami David von den Neuen Deutschen Medienmachern. Erstmal schön, dass du da bist. Er wird uns ein Projekt, genau. Kommt noch ein bisschen rüber. Er wird uns ein Projekt vorstellen, wo es genau um diese Thematik geht. Was kann man im positiven Sinne gegen die Hasskommentare tun? Erstmal sag mal, was sind die Neuen Deutschen Medienmacher? Die Neuen Deutschen Medienmacher sind eine NGO von Journalistinnen, die sich dafür einsetzen, dass es in den deutschen Medienhäusern eine andere Perspektive noch gibt, nämlich die der Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Da sind einfach noch viel zu wenige in den deutschen Redaktionshäusern, vor allem natürlich in den Chefpositionen, aber auch sonst. In der Gesellschaft haben wir ungefähr 20%, in der Redaktion leider nur 2% maximal. Okay. Und eins der Projekte, das ihr macht, ist ein Projekt des Europarates. Worum geht es da? Es geht um Hasskommentare. Genau, das Ganze nennt sich No Hate Speech Movement, wird auch schon in etlichen EU-Ländern durchgeführt. Und in Deutschland startet es gerade. Es geht einfach darum, dass auch positiv eben eigentlich zu besetzen, zu sagen den betroffenen Gruppen, hey, wir stehen für euch, wir sind eigentlich eben nicht mit den ganzen Hatern, sondern hier gibt es auch ein positives Internet und hier gibt es irgendwie Menschen, die gut finden, wie ihr seid und so weiter. Wir werden da auch Unterstützung bieten in Form von Counter-Speech-Argumenten, das heißt, wie man in Diskussionen einsteigen kann, das Ganze auch sortiert einfach nach den verschiedenen Themen, weil das ja ein ganz breites Spektrum ist, ja nicht nur irgendwie Rechtsextremismus oder Antisemitismus, sondern es geht ja weiter mit Homophobie, mit Antiziganismus. Genau, und wir wollen am Ende vor allem auch zeigen, dass es einfach viele sind, die laut und freundlich sind und die sich für eine bessere Welt und für mehr Menschlichkeit einsetzen. Super, ja. Das heißt, den Leuten wird ein Tool an die Hand gegeben, mit der sie sich leichter in die Diskussion einmischen. Genau, also es soll auf jeden Fall auch Dinge geben, die man ganz schnell teilen kann. Auf der Website, die wird im Juli starten, vorher sind wir natürlich auf Social Media auch weiter vertreten. Ganz schnell irgendwie Bilder teilen, lustige Sprüche und alles, was es irgendwie so leichter macht, wirklich mit einem Klick in die Diskussion einzusteigen und einfach Herz zu zeigen, anstatt
vorher sich erstmal 20 Seiten Buch durchlesen zu müssen. Das hilft halt auch meistens nicht, weil man nicht so viel Zeit hat. Okay, und die Webseite wird heißen, gibt es auch schon? No-hate-speech.de, genau, im Moment noch ein Platzhalter. Aber okay, ja. Super, vielen Dank. Bitte. So, vielen Dank, Sami. Was ich jetzt und was ich in seinem Punkt, dieses Projekt geht ja nicht nur um Flüchtlinge, sondern es geht generell um Hasskommentare. Was mein Eindruck ist in den letzten, eben seit dem Sommer letzten Jahres, es geht so eine ganze Bewegung durch die Öffentlichkeit nach dem Motto, man wird doch mal sagen dürfen. Und das geht nicht nur um Flüchtlinge, es geht generell um Rassismus, es geht generell um Homophobie und so weiter und so fort. Es werden immer lockerer Dinge sich von der in Anführungszeichen Seele geschrieben, die hätte man ja vor 2 Jahren, da hätte man sich nicht getraut, die zu äußern. Ist das so und was ist, wie kommt es zu dieser Entwicklung? Oder ist es nicht so? Bin ich gefragt? Ja, okay. ja, ich glaube, das war einfach in Deutschland in den letzten 15 Jahren generell so eine Sache. Guck mal, für mich war das immer so, es hat irgendwie angefangen mit dem 11. September. Ja, das dann irgendwie, das war so das erste Mal, dass sich Deutschland kollektiv vielleicht mit dem Islam auseinandergesetzt hat. Und dann war es halt direkt irgendwie der schlimmste Terroranschlag unserer Zeit. Da ging es irgendwie 10 Jahre später, kam dann Sarrazin mit seinem Buch, wo er dann irgendwie belegt hat, dass wohl die Muslime genetisch halt einfach nicht zu uns passen. So ist halt so, kann man von Natur aus nichts machen. Da wurde quasi noch so dieser wissenschaftliche Anstrich irgendwie versucht, dem zu geben, damit so einen gewissen Grad an Bürgerlichkeit noch hat, dass dann kurz danach kam mir Pegida. Bei Pegida gab es dann überhaupt keinen wissenschaftlichen Beleg mehr. Dann haben sich, und das hat mich erschrocken, da haben sich Leute wirklich nicht mehr geschämt, sich irgendwie so auf die Straße zu stellen und halt wirklich die ältesten Parolen wieder rauszuholen. Und auch diese, so heißt es, da streichen Leute den Koran durch auf dem Plakat oder machen so Multikulti stoppen und sowas. So, das ist für die wieder jetzt angenehm. So, die rotten sich irgendwie so zusammen so und im Internet natürlich genauso. Und wozu das geführt hat, haben wir letztes Jahr gesehen, was dann wirklich auch das Rekordjahr war mit diesen ganzen Brandanschlägen und so weiter. Also du siehst, irgendwann reicht es den Leuten auch nicht mehr einfach nur so aggressiv drauf zu sein, sondern irgendwann muss das auch raus. Ja, also irgendwann muss dann wieder geschlagen werden und dies, das. Und das trifft ja auch nicht nur Flüchtlinge. Man kann ja auch sagen, frag einfach mal den Deutschen Journalistenverband. So, der wird ja auch sagen, dass halt gegen Journalisten auch die Gewalt wieder steigt. So, ich meine, auch hier in Berlin vom Tagesspiegel, der Schiemann, der dann auch so irgendwie auf offener Straße niedergeschlagen wurde, weil er halt irgendwie sich gegen die AfD positioniert hat in seinen Kolumnen. Und dann noch so als linke Dreck so auf der Straße beschimpft wird und sowas. Das heißt einfach diese Scham, diese Hemmung, diese Hemmschwelle, die sinkt immer weiter. Und das, was wir dann im Internet sehen, ist ja wirklich nur noch so die erste Saat davon, sage ich mal. Und das wird halt, nach meinem Verständnis, wurde das die letzten Jahre immer schlimmer. Und wie dann zum Beispiel Deutschland meinetwegen in 5 Jahren aussieht oder was wir dann irgendwie für, keine Ahnung, für Geschehnisse zu betrauern haben werden oder sowas, ja, was dann passiert ist, so kann ich mir nicht vorstellen, keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt nur nach der Entwicklung gucken, wie das irgendwie die letzten Jahre gelaufen ist, dann muss man sagen, es sieht danach aus, als ob es immer, immer schlimmer wird. Jetzt rein erfahrungsbasiert. Es war halt auch noch nie so leicht, für Positionen so schnell und so unmittelbar Bestätigung zu bekommen. Ne? Also man, das hat auch so eine Dynamik. Man schreibt dann mal ganz vorsichtig vielleicht irgendwas Negatives über Flüchtlinge oder wie auch immer und zack, wird dieser Kommentar einfach geliked oder der Beitrag geliked und irgendwann traut man sich härter zu werden und härter zu werden, ne? Und merkt, geil, je aggressiver ich bin, desto wütender ich bin, desto mehr Likes kriege ich. Und dann trauen sich die Leute plötzlich immer mehr und immer mehr und immer mehr, bis dann halt irgendwann, bis sie irgendwann im Klausnetz stehen. So. Okay, das ja, ist eine Folge von sozialen, von einfach den Funktionen, die das Internet bietet. Und wir können nichts dagegen tun, weil du beschreibst ja als automatischen Effekt. Als nicht zu verhindern. Ich glaube mal so, du wirst mit dem Social Media Team auf Facebook jetzt keinen Brandanschlag verhindern oder sowas. Ne? Also das wird es halt einfach weiterhin geben. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass man sich da selbst auch wieder so ein bisschen zu wichtig nimmt und dann denkt, man hätte da so voll den Einfluss drauf, irgendwie, wie Leute sich verhalten, wenn man die in den Kommentaren maßregelt. Ich glaube nicht, also ich würde es mir gerne wünschen, das wäre eine schöne Sache, wenn vielleicht eine Person sich mal gedacht hätte, oh, die Welt hat mich gesperrt, vielleicht sollte ich meinen Lebensentwurf überdenken. So, also ich glaube nicht, dass das jemals vorgekommen ist, so, es wäre schön, aber ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Genau, aber was, glaube ich, ein Teil, ein kleiner Teil zumindest dieser Lösung sein kann, ist eben die, ich weiß, es ist alles abgegriffen und wir reden da dauernd drüber, aber es ist die Diskussion und der Dialog mit den Leuten. Ich habe das auch gestern schon mal beim Eröffnungspanel gesagt, es gibt nicht dieses
ein Argument oder diese eine Zauberformel, mit der du jemanden dazu bringst, zu sagen, ah ja, stimmt, Mensch, jetzt finde ich Flüchtlinge auch total geil. Aber je öfter man redet, je öfter man gegenargumentiert, eben auch Counterspeech fördert, glaube ich schon, dass man radikale Positionen glätten kann, zumindestens, und entradikalisieren kann. Das kriegt man halt dann leider oft nicht mit, weil Menschen, die man vielleicht in dem Moment erreicht hat oder zum Nachdenken gebracht hat, die verschwinden dann halt oft einfach aus der Diskussion und tauchen nicht mehr auf. Aber die schreiben halt in den seltensten Fällen, hey, Welt, geil, ich gehe da jetzt mal drüber nachdenken. Gut, eine wichtige Geschichte im Netz war ja auch, dass Facebook dazu angehalten wurde, die Kommentare stärker zu kontrollieren. Ist das der richtige Weg? Also mir scheint das sehr problematisch, weil es ist ja nicht nur etwas, was wir hinnehmen, dass mehrere Auffassungen geäußert wird, sondern es ist etwas, was wir grundsätzlich ja wollen. Wir wollen ja die Meinungspluralität, wir wollen ja auch widersprechen, wir wollen auch keinen intellektuellen Club. Demokratie ist nicht durch irgendwelche Universitätsseminare charakterisiert. Ich würde auch sagen, Meinung heißt nicht Rationalität und Begründbarkeit ausschließlich, sondern es gibt eben auch eine bestimmte Form von Subjektivität, die wir auch dort noch mit schützen. Die Frage ist nur, wann es umkippt. Wann es umkippt, genau in diese Radikalisierung und die tatsächlich gegen konkrete Rechtsgüter, Integrität der Person und so weiter gerichtet ist. Und deswegen würde ich sagen, ist das bei Facebook eine problematische Entwicklung, weil wir grundsätzlich auch abweichende, auch uns politisch vielleicht zuwiderseiende Meinungen zulassen, als einer Grundsatzentscheidung heraus. Das ist die Figur, der wir verfassungsrechtlich folgen, dass wir nur dann einschreiten, wenn tatsächlich bestimmte Rechtsgüter gefährdet sind, etwa öffentliche Ordnung, etwa konkrete Aufforderungen zu Gewalttaten und so weiter. Bis dahin müssen wir das alles aushalten, diskutieren, Gegeneinwände, die Strategie, die vorgestellt wurde, war ja sehr, sehr, sehr vielversprechend, aber im Grundsatz müssen wir es aushalten, weil das eigentlich das ist, was ist, was unser demokratisches, meinungsplurales Verständnis konstituiert. Und dann kommt die Frage, was geschieht denn, wenn da ein privates Unternehmen dazwischen tritt und vielleicht zu früh einsteigt? Oder überhaupt diese Überprüfungskompetenz, die eigentlich dem Staat und dem Staatsanwalt gewissermaßen obliegen müsste, da müsste tatsächlich natürlich vielleicht rigider eingestiegen werden, aber jenseits dessen jedenfalls die Frage, was eigentlich noch zulässig ist und was möglicherweise eine uns nur irgendwie unangenehm und vielleicht ekelhaft irgendwie oder nicht tragbar erscheint, aber eben immer noch im Meinungsspektrum irgendwie legal sich präsentierende Auffassung ist, wenn die dann auch irgendwie durch das private Unternehmen einfach außen vor gelassen wird. Und das scheint mir eine sehr problematische Entwicklung zu sagen, dass wir hier auch so eine Art Großunternehmen als Filterorgan dazwischen schalten, das vielleicht dann im Zweifel zu Ungunsten der Meinungsfreiheit optiert. Im Zweifel zugunsten eines Mainstream-Diskurses, auf dem man sich relativ sicher sein kann. Und dann ist es natürlich wahrscheinlich so, dass wir bei den entsprechenden rechtsextremistischen Positionen uns relativ schnell einig sein werden. Aber darauf muss es ja nicht begrenzt sein. Wir haben insgesamt dann die Gefahr, dass Meinungspluralität zurückgedrängt wird zugunsten eines von Seiten eines privaten Unternehmens unterstellten Konsenses in der Gesellschaft. Und das, glaube ich, ist mit der demokratischen Figur wirklich nicht vereinbar. Okay. Ich muss sagen, ich sehe am Ende der Diskussion drei Perspektiven. Die eine ist, wir müssen es aushalten. Es gehört dazu. Reik sagt, ich weiß nicht, wo das noch hinführen wird. Es wird immer schlimmer. Und Karline sagt, wir müssen das ausdiskutieren. Und wenn wir es ausdiskutieren, werden wir vielleicht den Weg finden. Und hier, was die neuen deutschen Medienmacher vorgestellt haben, ist ja vielleicht ein verheißungsvoller Weg. Aber ich glaube, im Moment sind es alles Vermutungen und wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Naja, also abschließend kann man festhalten, dass wir halt wirklich, also was jetzt vielleicht nochmal den Verdummungsgrad der Bevölkerung angeht, dass du wirklich in einem Land lebst, wo der Justizminister den Leuten erklären muss, dass sie bitte nicht öffentlich zum Mord aufrufen. So, also herzlichen Glückwunsch uns allen. Okay. Wem würdest du gratulieren zum Ende? Wem ich gratulieren möchte? Er hat uns allen gratuliert, dass wir so weit gekommen sind. Ich möchte allen gratulieren, die sich immer wieder in Diskussionen einmischen und immer wieder mitreden, auch wenn es frustrierend ist, auch wenn es manchmal eine Sisyphusarbeit ist. Ich bewundere Menschen, die immer wieder losgehen und sagen, nein, du hast nicht recht. Okay.
Und wem würdest du gratulieren? Also ich würde dem Justizminister nicht gratulieren wollen, weil ich sagen würde, dass jemand, der den Rechtsstaat vertritt, nicht eine wie auch immer geartete Taskforce irgendwie gründet, sondern die entsprechenden Mittel ergreift. Die Form ist die Schwester der Freiheit. Gut, vielen Dank. Ich bin gespannt, wo wir in einem Jahr stehen, ob wir eher im pessimistischen oder in die positive Richtung gegangen sind. Und erstmal vielen Dank für die guten Einsichten hier. Danke.